Nachdem die Energieversorgung wiederhergestellt ist, erteilt Adam Samus ihre nächste Aufgabe, die Erkundung von Sektor 1. Im Laufe ihrer Untersuchungen findet Samus die Leiche eines Forschers in einer käfigartigen Aufzuchtskammer. Als sie ihre Untersuchung fortsetzt, begegnet sie einem kleinen Lebewesen einer ihr unbekannten Spezies. Ja, und an den lieben User, The Kifkenski, war es jetzt richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Egal, der hatte schon zweimal gesagt, hier, wechselt die Batterien, weil das ist ja total doof und so. Ja, das kann ich schon sagen, prinzipiell hast du ja recht, das ist ja schon ein bisschen störend mit der Batterieanzeige. Aber da wir Batterien verwenden und nicht Akkus, weil Batterien eigentlich normalerweise länger halten und man sie damit nicht wechseln muss, also nicht so oft wechseln muss, da wir die verwenden, können wir die nicht aufladen. Oh, das ist jetzt gerade nicht so toll. Also Batterien kann man ja bekanntlich nicht aufladen. Und wenn die Batterieanzeige rot ist, dann hält die Batterie locker noch 5 Stunden, sage ich jetzt mal pauschal. Und das ist echt so. Also deshalb wechsle ich die auch nicht, weil ich will die schon möglichst voll und ganz ausnutzen. Weil zum Beispiel die Batterien, die bei The Legend of Zelda Skyward Sword bei der Remote dabei waren, die haben 24 Stunden gehalten ungefähr. Die 24 Spielstunden. Das, ne? Ja, okay, dann machen wir es anders. Ja, wie jetzt? Wie besiegt man hier nochmal? Ach, Moment, ich weiß wie. Können die ihre Dinger auf? Ja, genau. Ja, und deshalb macht es eigentlich für mich jetzt so keinen Sinn, da jetzt irgendwie groß. Aua! So störend sind die Dinger nun auch wieder nicht. Ja, ja, eben. Und Batterien wollen komplett genutzt werden. Wenn schon, denn schon. Was auch was? Ja, wie, da ist noch einer. Ich dachte, den einen hätte ich getötet. Ja, hast du auch. Ja, die Teile sind doof, es laggt. Wieso verfolgen die uns? Aua! Echt mal, was sind das überhaupt für Teile? Ich glaube, die kommen sonst nie mehr im Spiel vor. Das verstehe ich auch nicht. Die sind halt mal kurz paralysiert und dann wollen sie nicht mehr. Nee, 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 so nicht. Du bist gleich auch paralysiert. Ja, ich bin so nett. Ja, hallo? Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Nicht, dass nachher halt, ja, du hättest ja mal was achten können. Ja, komm, ich jetzt sterben die. Aua! Sei still! Boah, ey. Halt, stopp! Nein! Das macht ihm gar nichts. Es laggt. Scheiße. Und? Ich werde dich vernichten mit meinem Laserbeam. Der lebt noch. Ja, okay. Nein. Okay. Nein, ich wollte mich heilen. Was ist das? Diffusion. Charge Beams werden gebündelt, verschossen und teilen sich bei Feindkontakt auf. Steuerung, führe ein Charge Beam aus. Okay. Also es war ein Update. Tatsächlich. Yay. Okay, gleich mal austesten. Ha! Alle mit einem Schlag. So geil. So, jetzt langweilt mich nicht, ihr fiesen Fliegen. Ja, aber sonst geht's noch. Badam! Ey! Schieß durch die Gegend, komm einfach so. Ja, nee, nicht einfach so durch die Gegend schießen. Wenn schon, dann mit Stil. Stil, der Stil dauert immer zu lange. So. Missile-Vorrat aufgefüllt. Und ich glaube, ich kann zurück. Nee, kann ich nicht. Schade. Aber ich kann den Computer bedienen mit dem tollen Informatikstudium. Ah, und oh, da ist Licht angegangen. Irgendwo ist das war auch in der tollen Speicherzentrale. Hier, schau mal. Wo wir die Missile abgefeuert haben. Ja, genau. Remember? Yeah. Yeah. I remember this and let's go crazy. War das hier? Nee. Nein. Let's do the let's play in English now. Okay, vielleicht sollten wir es auch besser lassen. Das ist keine gute Idee. Because my English isn't so very well and so very well. Ja. Wieso war auch einer? Genau.
Also auf hinter, what the. Darf ich den machen? Nein. Nee, mach du den, ne? Ja, besser wär's. Ziel auf den Hals. Nur so als Tipp. Du hast es gesehen, wa? Ja, ich hab's gesehen, wie es immer. Boah, der ist aber auch lang, der Wurm, ey. Länger als die Würmer, die ich kenne. Ja, das war jetzt keine Anspielung. Nein! Moment. Ich kann auch ausweichen. Das Vieh erinnert mich an was. Das und das, was an was mich das erinnert, ist gar nicht schön. Ach, das sind zwei Würmer, ich wollte schon sagen. Ja klar, der hatte doch zwei Köpfe. Ja, nee, ich dachte, der wäre so lang. Lethal Strike. Na komm. Schade, dass es dabei geleckt hat. Ich hätte es gerne komplett gesehen. Also ich glaube, das ist noch ein Wurm. Wie machst du nochmal den Lethal Strike? Der wird einem angezeigt, wenn man den machen kann. Ach ja, genau. Und es ist doof, dass es laggt. Ich weiß auch nicht, warum es laggt. Das scheint am Programm zu liegen. Ich will eigentlich ja ausweichen. Das Spiel will nicht so ganz, wie ich das will. Von oben kommt der. Meinst du? Oh, tatsächlich. Scheiße. Jetzt kommt er von der Seite. Ja, okay, also... Stirb, du Wurm! Ja, jetzt leckt's wieder wie Sau hier. So, jetzt aber... Nein! Boah! Ihhh! Boah, ist das eklig! Lethal Strike! Jetzt komm mal ohne Lecks! Nein! Hey, wie? Ah! Hab ich den gemacht? Nein, hab ich nicht! Das ist doof, wenn's leckt. Dann weiß ich gar nicht, was hier passiert. Oh, jetzt rastet der aber. Schon mal gehört, wer rastet, der rostet? Der ist auch nur was. Guck dir mal die Farbe von dem an. Wo ist auch einer? So, okay, Lethal Strike. Jetzt aber jetzt. Na komm. Das heißt. Ja, genau so. Du musst hier das Steuerkreuz und eins gleichzeitig drücken. Das ist der Trick dabei. Das Steuerkreuz runter oder? Ist egal. Hauptsache auf den Gegner zu. Okay. Und eins gleichzeitig, das ist entscheidend. Kugel. Ja, was sonst? Kugel, Kugel, Kugel. Bam. Scheiße, ich muss eine Bombe legen. Boah, es laggt, es laggt. Ich komme nicht mehr mit. Platsch. Oh! Ein. Der schon wieder. Der geht rückwärts. Konnte das diese Zivilisation damals schon? So. Ja, genau, mit drei Schüssen. Ja, so hast du es doch auch gemacht. Oder? Genau. Also, aber ohne, dass er mich gesehen hat. Ich bin einfach von Weitem und dann... Ja, ja, aber das war ja... Der hatte ja das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Kann ich auch wieder zurück? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich bin gefangen. Auf ewig. Und für immer. Genau. Und was machen wir jetzt? Wir laufen erstmal da rein und bomben uns den Weg. Ja, ich habe jetzt auch keine Ahnung. Schauen wir mal auf die Karte. Keinen Schaden. So. Verstehe ich nicht. Wo sind wir? Wir sind der gelbe Punkt, oder? Moment, ich glaube, ich weiß was. Ja, ich weiß was. Wir müssen zu dem oberen End zurück, weil da war ja die Stelle, wo wir die, wo wir, was wir gerade auf dem Bildschirm gesehen haben. Also springen und laufen. Ach ja, genau. Ja, Moment. Wenn es jetzt nicht leckt, dann okay, gut, gut, gut. Weil diese Lecks, die können einem schon am Spielfluss hindern. Ich habe ja immer nicht verstanden, wie die Frau es schafft, sich in so eine Kugel zu verwandeln. Ey, die Kugel ist so groß wie der ihr Kopf. Ja? Na, wenn man ein großer Basketballfan ist oder so. Aber weißt du, was mich jetzt. Ach so, die Lebensumgebung des Viehs war schon zerstört. Okay. Okay, okay. Ich dachte nämlich eigentlich, die wäre noch erhalten. Oder wieder erhalten gewesen. So. Okay. Moment, nee, das Item kommt schon erst später ran. Hier war mal ein Item, was ich gefunden habe. Ladevorgang ist nicht so toll. Ach, das war das mit den Muscheln. Muscheln, ja genau, Muscheln. Muscheln für einen französischen Koch mit richtig Eier in den Hosen. Gibt's eigentlich ein Item, wenn ich hier alles besiege zu erkennen? Ich schau mal. Ich glaube nicht, nein. Ja, du bist auch Pessimist. Nein, ich bin eigentlich immer ziemlich optimistisch. Außer beim Let's Playen. Da wirst du knallhart. Da bin ich knall. Und ich glaube, jetzt kommen Stacheln irgendwie. Ja, da kommen Stacheln. Ja, ne? Die Vermutung ist auch sehr naheliegend, weil ich meine, hier ist doch irgendwie so scheiße halt.
Ah, ich mach's mit Raketen, komm, das ist wesentlich cooler. Du. Hä? Du kannst die Stacheln abballern. Speed Booster, ach so, ja. Okay. Ich kann die nicht abballern, ich kann die überrumpeln. Was? Nein! Scheiße! 10 Leben. Okay, das ist dann mal. Nein. Ja, nein, okay, nein, das brauch ich gar nicht. Genau. Dann spar das lieber. Weil jetzt werden wir ja wieder resettet. Unser Mini-PC. Sequence complete, Bastard successful, bla bla bla. Die Tür hat sich geöffnet? Ja. Cool. Weil wir den Computer aktiviert haben. Wow, wir sind ja ein richtiges Informatik-Genie. Wir sind ja richtig Bombe. Pass auf, da kommt ein kleiner Krabbelkäfer. Der will dich vergewaltigen. So ein kleiner Krabbelkäfer vergewaltigt eine Frau in einem Kampfanzug. Das ist ja jetzt ein ziemlich schöner Ausdruck. Ganz viele sagen in irgendwelchen Spielen nicht mehr, ich habe den Gegner zerstört. Nein, ich habe meinen Gegner zerfickt. Okay, das wusste ich nicht. Doch, das sagen ganz, ganz viele. Und es nervt. Aber wir müssen das nicht machen. Nein. Hätten? Auf jeden Fall haben wir unsere Gegner gerade total zerfickt. Genau. Nein, auf so ein harzer Niveau lassen wir uns nicht runter. Da oben ist was. Baller ist kaputt. Super, Missile. Siehst du, und das ist irgendwie so dieses, wenn man denn so übelst entdeckerreich ist und wirklich überall nochmal hingeht. Weil man, eigentlich kommt man hier nicht mehr so schnell hin. Ja, das ist nämlich das Doofe. Das würde ich ein bisschen, wenn ich so ein Spiel anders machen würde. Anders machen, genau. Dass ich die Waffen bekomme und danach erst eben zu so Plätzen komme. Weil oder dass das man doof. Zu den Plätzen unbedingt zurück muss. Aber ich glaube, zu dem hier zum Beispiel muss man gar nicht so unbedingt zurück. Also man muss später nochmal zu alten Sachen zurück. Aber ich glaube, hierhin eher nicht. Jetzt zerstören wir wieder unsere Umwelt. Nee, wir haben eine Umwelt erschaffen. Oder erschaffen eine Umwelt. Typ. Inklusive Tierinhalt. Ist das eklig. Da kommen wir nicht weiter. Aber, guck mal, ein Fehler im Hologramm. Ja, das habe ich gesehen. Das ist garantiert irgendwie, da können wir reingehen. Ja. Ja. Du bist schlau. Ich weiß. Der richtige Pro-Gamer, aber konnte man es nicht aufspringen? Ne, Bomben brauchte man, glaube ich. Ja, da ist ein Riss in der Wand. Das ist doch der Fehler im Hologramm anscheinend. So. For jump. For the win. Na komm, geh da rein. Also wirklich, boah. Das sieht immer so geil aus. Okay. Und wir sind in einer Höhle. Das ist mir zu waldig. Schießen wir mal eine Rakete und fliegen! Fruchtfliegen! Und irgendwie, glaube ich, hier haust ein Tier. Ich glaube, hier sind Scheißpflanzen. Ja, hier sind Scheißpflanzen. Auf jeden Fall. Das ist größer als eine Pflanze. Auf jeden Fall. Moment, nein! Sag ich. What the? What the hell? Ey, jetzt greifen mich hier sogar schon die Fliegen an, ey. What the fuck? Nee. Ja, genau. Pass auf, da ist wieder so eine böse Pflanze, die nur Böses will. Ach, die weiß, was mit denen los ist. Die sind gefangen. Schade, dass wir sie befreien müssen, weil ich finde das eigentlich ganz lustig, wenn die gefangen sind. Ja, dann tun sie dir nämlich schon mal nichts. Und ihr schießt kein Pop. Ach nein, ein Armadillo oder wie die Viecher auch heißen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich in... Hä? Der war ja schon fast kaputt. Ein Lethal Strike und der ist down. Ja, das ist normalerweise. Biologisches Testgelände.